Hallo meine Lieben, sei ganz herzlich gegrüßt auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, ich wollte euch eigentlich heute nur noch mal ein kleines Update geben, ja, zu einem Larif-Duft, und zwar dem Larif-Passwort, ja. Das ist ja normalerweise ein Herbst-Winter-Duft, und ich habe den jetzt in den vergangenen Tagen, wo es gerade so heiß war, habe ich den auch mal ausprobiert, ja, und ich muss sagen, der Duft hat super gut funktioniert, ja. Ist ja eigentlich ein süßholziger Duft, ja, der sogar in der Herznote ein bisschen pudriger wird, ja. Aber er wird auch holziger auf jeden Fall, ja. Da ist auch Zedernholz drin. Es ist, was hat er drin? Eine Moschus und hat eine Tonkabohne, ja. Dadurch wird er natürlich am Dreidown, im Dreidown auch ein bisschen süßer. Aber ich finde, er hat durch diese fruchtige Kopfnote, ja, der Apfel in der Kopfnote, hat Zedernholz drin, und da wird er nicht ganz so süß, ja. Also es bleibt diese fruchtig, kann man sagen, fruchtig, süß, erfrischende Note, ja, die bleibt relativ lang. Und ich habe den Duft jetzt, wie gesagt, bei 30 Grad habe ich den mal getragen, und der funktioniert, Leute, der funktioniert. Der hat sogar bei mir, hat er über 5 Stunden gehalten, ja. Ich finde den Duft eigentlich geil, ja. Also für einen Duft, der gerade mal 7 Euro kostet oder 7,50 Euro, ist es ein Hammerteil, ja. Wie gesagt, mit dem Armani Code ist er jetzt nicht direkt vergleichbar, ja. Der Armani Code ist schon ein bisschen anders da, ja, auch was die, die Kopfnote, was der Dreidown betrifft. Aber ich finde, auch wenn er jetzt in die gleiche Richtung geht, finde ich den sehr gut, ja. Es ist ein Top-Duft. Er erlaubt zwischendurch Apfelsaft mit Eiswürfeln. Ist auch nicht schlecht, ja. Passt jetzt auch zu dem Passwort, ja. Weil da ist auch, wie gesagt, Apfel in der Kopfnote drin. Und ich finde den Duft, finde ich echt extra. Also, den finde ich echt gut, ja. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Duft mal ausprobiert, ja, probiert den ruhig mal aus, wenn ihr, ja, im Büro, im Office, da eignet sich der Duft super gut, ja. Silage hat natürlich jetzt keine große, ja, für das Geld. Der hat bei mir aber jetzt die letzten Tage, wie gesagt, er hat mindestens 5 Stunden hat er gehalten. Und wenn ihr den Duft im Büro, ja, im Büro tragt, dann ist es ein angenehmer, ein absolut angenehmer Gefährte, ja. Kann ich euch wärmstens empfehlen. So Leute, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Es war nur noch mal ein Update zu einem Duft, den ich ja bereits vorgestellt habe. Aber trotzdem absolute Top-Empfehlung, ja, fürs Geschäft oder auch den Urlaub. Sucht's euch raus. Macht's gut, Leute. Bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen.